Hallo liebe Leute, willkommen zurück bei Assassin's Creed 3. Wir waren hier auf dem Markt stehen geblieben und wollten jetzt mit Charles Lee zusammen irgendwo hin. Schauen wir mal, was wir hinkriegen. Wir gehen mal ein bisschen schneller, wir haben es ja eilig, ne? Wir müssen noch was schaffen. Guten Tag, liebe Herren. So, hier ist auch noch einmal was gucken. Und zwar. Ja, genau das. Da wollte ich hin. Rechter Halfter. Ah, da kann ich rechter Halfter ändern. Pferdepfeife. Geld werfen. Aha. Achso, damit rechts und links. Versteckte Klinge, unbewaffnet. Ja, wir nehmen mal ihn zu ihm hier. Was kann ich da machen? In der Mitte? Ah, okay. Das heißt, ich kann, wenn ich so mache, ist er... Ah! Jetzt ergibt das auch mal Sinn. Gut, wieder was dazu gelernt, ja. Man lernt nie aus, sag ich ja. Gerade hier so, weil so... Wenn man zum ersten Mal PlayStation spielt, mit einem Spiel, wo man keine Ahnung von hat, da kommt er immer gut, wenn man ein bisschen hier so was tun kann, ne, und dann mal hier und da gucken und dann weiß, aha, so sieht der da aus. Vorsicht, das Haus ist gut bewacht. Wir müssen sneaky. Was stand da? Per königlichem Dekret wurde ein King's College in der Kolonie New York eingerichtet. Muss ich machen? Es wurde bekannt gegeben. Ja, nimm. Logbuch. Logbuch ansehen will ich. Ah. Okay. Logbuch ansehen, na, egal. Geschäfte, Sammelbares. Ah, da kann ich sehen, wo die Almanache sind. Almanach-Seiten. Dass die Vertreter der Kolonie Massachusetts vom Kongress in Auen. Sperrgebiet, okay. Warte hier mal. Hier stellt sich der mich, ne? Wahrscheinlich. Okay. Das heißt, ich habe so eine Idee. Wie die funktioniert. La 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 la. Falls nicht funktioniert, gleich einfach den letzten Ladepunkt, Kontrollpunkt. Ja, okay. Ich laufe ja schon zurück. Okay, das heißt also, das funktioniert schon mal nicht. Um zu wissen, erstmal außerhalb des Sperrgebiets laufen, wieder hochklettern. Und dann muss ich Charles einmal holen. Marsch, springen wieder Marsch. Wie kommen wir da am schlauesten hin? Glaube ich, dass Charles genauso beweglich ist wie ich. Ja, die mögen mich schon mal nicht. Okay, an den komme ich nicht vorbei. Zack. Jetzt sind wir. Problem ist, ich kann ja nicht einfach boxen, oder? Ich weiß nicht, ob das geht.
vielleicht kann ich auch mal doch. Oh, da sieht uns wer. Da sieht uns zwei, da sind drei, da sind vier. Das hat nicht so gut geklappt. Finishen! Bam! Ich glaube, hier hat der Moment leider nicht so ganz geklappt, aber egal. Dann müssen wir uns jetzt auch keine Mühe mehr geben, würde ich sagen. Da unten steht auch noch einer, hier holen wir uns auch noch. Ich bin sogar zwei. Wie mache ich mit der versteckten Klingel, glaube ich? Können sie auch erschießen. Ein Schwertband da, ne? Du entkommst mir nicht! Wunderbar. Auch geil, dass die Typen nicht schwimmen können. Hat auch einige Vorteile, muss ich ja schon sagen. So, hepp. Guten Tag. Ich würde gerne mal rein. Zugesperrt. Ich muss den Schlüssel suchen. Warte, die haben Anweisungen. Oh, warte mal kurz. Ja, entdeckt wurde ich eh schon. Deshalb ist mir das eigentlich auch egal. Plündern. Alvinava. $15 erhalten. Na, immerhin. Ist doch schon mal was. Ne? Was hätten wir dann? Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen. Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche. Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz. Sonst wären wir nicht hier. Das ist ekelhaft. Also, was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht die Hände ab. Dann wär's Essig mit der Chirurgie. Oder seine Zunge. Dann ist Schluss mit dem Gebrabbel. Oder ich schneid ihm den Schwanz ab. Pisst er uns nicht mehr ans Bein. Drei Möglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach halt alles. Einen Moment, Silas. Vielleicht habe ich eben etwas hastig abgelehnt. Es tut mir so leid, Benjamin. Aber diese Tür ist jetzt zu. Sei vernünftig, Silas! Oh, ich glaube, das war ich. Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt. Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten. Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen. Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Cutter. Das bereust du, Silas, hörst du? Das kostet deinen Kopf! Nein. Das glaube ich wirklich nicht. Oh, hat er mir schon die Nase abgeschnitten? Ein kleiner Schnitt und keine Ohren mehr. Ja, wie klingt das, Mr. Church? Nee. Ich würde mir ein dünnliches Gespräch
Ein bisschen von hier, ein bisschen was davon. Ich werde mir ein paar Trophäen nehmen. Du bist völlig wahnsinnig. Wie alle richtigen Künstler. Halt doch mal still. Ich weiß nicht, wo ich anfange. Na, das war doch gar nicht so schwer. Wer seid ihr? Evan Kenway, zu eurem Dienst. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Das Problem ist nur, draußen sind jetzt bestimmt noch Wachen, die uns da auflauern. Das heißt, müssen wir alle noch abrupfen. Das ist aber sehr tragisch für die armen Wachen. Sehr tragisch. Ja, da stand gerade was vom Sperrgebiet. Ja, da kriege ich auch nicht die volle Synchro. Weil ich einen Teil nicht erledigt habe. Ja, 450 Punkte. Ja, macht nichts. Passiert. So. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal gleich weiter. Ne? Moment, da oben war. Da hinten. Unser größtes Schiff haben die aufgehalten. Eine Inspektion. Ach verdammt! Was so zum Kotzen. Ich hasse einmal nach Seiten jagen. Muss einfach hinter denen her springen oder was? Whee! Lauf! Ein Tür auf, Mann. Die Wand hochrennen. Freunde finden ist leicht. Tür öffnen. Gucken wir mal, was sich in diesem Türchen befindet. Johnson erzählte von eurem Plan. Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht. Sein Name ist Cyril Thatcher. Das ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge. Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen. Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer. Über die Hälfte sind Rotröcke. Nur für ein paar Sklaven? Kaum. Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen. Und er leitet das Southgate fort. Dann müssen wir dort hinein. Lass mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich um unseren letzten Rekruten. John Pitcairn ist unser Mann. Ich bin euch freundlich, Helly. Voll am Gähnen, ey. Schon jetzt ein Tag, ist furchtbar. Ach ja. Kurz gucken hier. Nebenbei noch am Rendern. Mal schauen, wie weit hier. Ah, okay. Gut. Oh. Ja, bin ja schon weg. Chillt mal, Jungs. Mann. Was kann ich überhaupt machen? Muss ich wieder anpöbeln oder was? Starke Mission, der Soldat. Was ist euer Begehr? Neuer Rekord. Frisches Kanonenfutter. Was ist euer Begehr? Reinkommen. Nein, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr vergessen, Sir? Ich stehe unter Befehl von General Bradwell. Wenn ich nicht für euch arbeite, natürlich. Aha. Ja, ist schon praktisch, wenn man Doppelagentenfreunde hat, ne? Bis jetzt glaube ich noch keinem geschadet. Wie viel man hier umbringen konnte. Ein Traum ist das. Pitcairn, ihr Narr. Diese Taten sind verräterisch. Nennt mir einen Grund, warum ich euch nicht hier und jetzt töten sollte. Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr, eure Ankunft bliebe unbemerkt? Erlaubt mir bitte eine Erklärung. Aber natürlich.
Ich würde zu gerne eine hören. Ich bin nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel und euch bleibt der Galgen erspart. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, sie... Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Haytham! General Braddock? Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern oft im Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk vollbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig. Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. Tja, in diesem Fall müssen wir wohl irgendwie anders an ihn rankommen, ne? Schau, wie dumme Wiene. Der macht mal Gas. Wieder gegähnt, ey. Das ist furchtbar. Tja, das lief nicht ganz wie erwartet. Kaum zu glauben, dass ich ihn einst Bruder nannte. Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkehren. Das war es hier für uns. Wie es das Glück will, für Sie auch. Kommt mit. Für Sie auch? Was? Was plant ihr jetzt? Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Zufrieden. Schöne Häuser, ein unbeschwertes Leben. Was ist mit Lynn oder Ship Street? Ja, den Neuankömmlingen steht das Wasser auf bis zum Hals. Die werden viel eher jede Gelegenheit ergreifen. Dum 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 dum. Ups. Alles muss los. Gott schütze den König. Keine Ahnung, was ich ehrlich gesagt, was ich gerade machen muss. Ich irgendwo ein passendes Logbuch und Logbucheintrag. Missionen. Achso, einfach nur Patrouille verfolgen. Gut, das kriege ich glaube ich hin. Untergetaucht. Oh, da klingelt das Telefon. Dann machen wir kurz eine Aufnahmepause und sehen uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss.